Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorab, heute ist Weltwassertag und ich glaube, dass es keinen passenderen Tag geben kann, um einen solchen Antrag zu beraten. Andererseits, Frau Ministerin, finde ich es natürlich schade, dass wir den Antrag überhaupt stellen mussten und den heute hier beraten müssen, weil ich glaube, dass wir auch in der letzten Ausschusssitzung, in der Diskussion sehr wohl einen Weg finden können, wie in Nordrhein-Westfalen auch wirklich die Verantwortung für das, was wir an neuer Faktenlage haben, was wir an Problemen haben, hätte übernommen werden können. Aber die Haltung des Ministeriums, wir fangen da mal 2019 an, ist eine, die wir einfach für die Menschen in diesem Land nicht so hinnehmen können. Also worum geht es? Es geht darum, im Februar 2018 wurde eine Recherche vom NDR für Panorama öffentlich gemacht. In dieser Recherche war es so, dass die Redakteure an 12 Stellen Wasserproben entnommen haben, unterschiedliche Gewässer, dass sie diese Wasserproben auf die sogenannten multiresistenten Erreger haben untersuchen lassen, und zwar von Wissenschaftlern der Uni Dresden. Und rauskam, in allen zwölf Proben wurden multiresistente Erreger nachgewiesen. Von diesem Ergebnis, von der Dimension der Untersuchung, sind die Experten überrascht gewesen, verwundert gewesen, entsetzt gewesen, weil klar war, bisher war diese Dimension keinem klar, es hatte auch keiner so damit gerechnet. Deswegen gibt es auch kein nach hinten gucken. Es ist nicht versäumt worden, diese Untersuchungen jetzt irgendwie in diesem Jahr schon zu machen, sondern es ist eine neue Faktenlage. Klar ist, wir haben in der Vergangenheit eine Strategie gehabt, und die wird ja auch weiter fortgesetzt, dass der Verbrauch von Antibiotika minimiert werden muss, sowohl in der Humanmedizin wie auch im Veterinärbereich. Und wir wissen auch da, es hat viel stattgefunden, es ist viel reduziert worden. Tiermast, da sind die Antibiotika reduziert worden. Trotzdem sind auch in 2016 von deutschen Tierärzten noch fast 69 Tonnen von Cholestin, das ist das sogenannte Reserveantibiotika, was als eines der letzten greifen kann, verordnet worden. Also wir sind da noch nicht am Ziel, sondern müssen noch weiter versuchen, mit dieser Antibiotikastrategie eine Minimierung zu erreichen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass weiterhin die Minimierung der Einleitung von Antibiotika und von Resistenzen, die dann entstehen in unseren Gewässern, erreichen. Denn klar ist, das Nicht-Einleiten in die Gewässer ist immer effektiver als es hinterher rausholen. Aber das alleine reicht nicht, denn wir wissen jetzt spätestens seit diesem NDR-Bericht, dass unsere Gewässer einfach voll sind, auch von diesen multiresistenten Erregern. Und auch wenn wir nicht wissen, wie wir sie rausbekommen, ist es trotzdem wichtig, um den Zustand unserer Gewässer hier auch wirklich Kenntnis zu haben. Klar ist, für einen wirklich fitten und gesunden Menschen geht davon keine Gefahr aus. Aber bei Menschen, die immunkomprimierten Zustand haben, bei Menschen, die offene Wunden haben, bei Menschen, die ein hohes Risiko haben gesundheitlich, ist das eine Gefährdung. Und es gibt noch eine sehr viel subtilere Gefahr, nämlich die Gefahr, dass die darin enthaltenen ESBLs oder die multiresistenten gramnegativen Erreger aus den Gewässern in Kliniken, Praxen, in Pflegeheime eingeschleppt werden können. Also es ist klar, wir brauchen an der Stelle auch für die Menschen einen klaren Hinweis, welche Gewässer sind denn wie hoch belastet. Und deswegen glaube ich, dass es nicht reicht, bis 2019 abzuwarten und 2019 mit einer Sonderuntersuchung Gewässer mit Probennamen dann zu untersuchen, sondern 2018 werden die Menschen in Nordrhein-Westfalen baden, auch wenn man sich das heute bei den Temperaturen noch nicht vorstellen kann. Und die Menschen werden dann diese multiresistenten Erreger aus den Gewässern mitnehmen und werden sie weitertragen können. Deswegen erwarten wir, dass die Landesregierung vorzeitig, und zwar ab sofort, schnellstmöglich Untersuchungen macht, auch wenn es heute noch keine einheitlichen bundesweiten Verfahren gibt, worauf man sich verständigt hat. Wir haben genug Experten in Nordrhein-Westfalen, mit denen kann man eine solche Vereinheitlichung auch gemeinsam beraten. Man kann die Messungen machen, man kann sie im Internet transparent machen und man kann Warnhinweise geben. Und wenn wir uns anschauen, was passiert denn in anderen Bundesländern? Bayern hat eine Studie dazu. Frankfurt hat 2017 schon eine Testung durchgeführt der Gewässer, die so weit führt, dass Frankfurt sogar sagt, mit dieser Bekeimung der Gewässer warnen sie davor, dass Obst- und Gemüsepflanzen damit bewässert werden. Und auch Martin Exner der Uni Bonn hat gesagt, es gibt ähnliche Ergebnisse für NRW, für Baden-Württemberg und für Niedersachsen.
Unsere Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen hat es verdient, zu wissen, welche Gefährdung von unseren Gewässern ausgeht. Das erwarte ich von einem Ministerium. Nicht, dass sie die Gewässer keimfrei macht, das kann keine Ministerin, egal wer. Aber zu wissen, wie die Faktenlage ist, darauf haben die Menschen ein Recht. Und das hat die Ministerin meines Erachtens umzusetzen.